Einen wunderschönen guten Tag, Damen und Herren. Ich zeige euch heute den einfachsten Weg zum Great Trango oder wie es in der deutschen Fassung heißt, Drachenturm. Der Drachenturm ist der oder das stärkste Einhänderschwert im Spiel. Es gibt ein paar Dinge zu beachten, die ich euch aber jetzt zeigen werde. Ihr seht jetzt erstmal nichts. Ich muss ein paar oder einen Spielstand laden und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, ich befinde mich im Ridorana Richtfeuer in der untersten Ebene hinter den Schatten. Ich zeige euch das mal auf der Karte, in welchem Raum ich mich befinde. Also, zunächst ist es ganz wichtig, dass ihr in der Richtfeuer-Sockelebene im Subterrain den Speicherkristall benutzt und einen neuen Spielstand anlegt. Das hat damit zu tun, dass ihr gleich ein neues Spiel starten müsst, also ein komplett neues Spiel, wo ihr mit Rex beginnt. Und da, ich glaube, einmal Auto gesaved wird, wäre quasi euer jetziger Autosave, nämlich dieser hier, wo ich gerade stehe, überspielt und das wäre nicht so prickelnd. Also, ihr müsst auf jeden Fall einmal im Ridorana Richtfeuer speichern. Dann beginnt ihr ein neues Spiel. Dieses neue Spiel beginnt ja, wie gesagt, mit Rex. Rex muss dann erst ein bisschen rumlaufen, ich glaube sogar einen Boss umbringen und bla bla bla. Irgendwann landet ihr mit Rex aber in diesem Palast, wo sich der Speicherkristall, der blaue Speicherkristall, befindet. Ich werde diesen Spielstand einmal ganz kurz laden. Also das hier ist mein Autosave. Hier werde ich gleich starten. Ich werde aber jetzt mal ganz kurz den Spielstand laden mit Rex. Ihr werdet jetzt wieder wahrscheinlich ganz kurz nicht sehen. Doch, werdet ihr. Das ist natürlich auch ein separater Speicherstand, den ich mir zuvor angelegt habe. Also ihr müsstet dann quasi einmal diesen Speicherstand im Ridorana Richtfeuer diese Ebene, wo der orange Kristall steht, haben und einen Speicherstand mit Rex. Und zwar genau dieser hier, wo er hier steht. Er muss hier auf dieser Treppe noch drei Gegner erledigen. Also hier in dieser Ebene darf dann halt auch kein Gegner mehr sein. Und dieser Speicherkristall muss zu sehen sein. So, und jetzt wird's interessant. Sobald diese drei Gegner erledigt sind, hier auf dieser Treppe, legt ihr einen neuen Speicherstand an und schließt das Spiel wieder. Warum? Ihr müsst nämlich mit dem alten Speicherstand, mit Pinello oder mit wem auch immer, runterlaufen in die Ebene hinter den Schatten. Und dort in diesem Raum, wo ich gerade war, da lauft ihr zwangsläufig hin. In diesem Raum gibt es, glaube ich, noch zwei Zombie-Drachen und einen Zauberpott. Diese Gegner müssen alle weg sein. Habt ihr ja eben gesehen, ich stand da mit Pinello recht allein in diesem Raum. Ich habe da alle Gegner gekillt. Ich glaube, hinten in der Ecke gab es noch eine Kiste mit einem Mega-Elixier. Das könnt ihr euch gerne nehmen, das ist kein Problem. Stellt euch dann oder geht aus dem Raum nochmal raus und geht wieder rein. Und dann seht ihr das, was ich eben gesehen habe. Pinello steht da Mutterseelen alleine. So. Wenn das passiert ist, habt ihr ja dann von diesem Spielstand, also wo Pinello in diesem großen Raum steht, einen Autosave. Den braucht ihr. Wenn ihr den Autosave habt, ladet wieder das Spiel mit Rex, hier. Und es müsste dann so aussehen, dass in eurem Speichermenü der Autosave mit Pinello im großen Raum ist. Und es gibt einen separaten Speicherstand mit Rex in diesem Raum hier. Wie gesagt, in diesem Raum müssen die drei Soldaten gekillt worden sein. Wenn ihr dann soweit seid, also ich mache das jetzt im Vorspulmodus, weil es ein bisschen länger dauert, castet so lange Vita, bis ihr die Reihenfolge 87,
88,97 erhaltet. Ich mache das jetzt mal, wie gesagt, es kann ein bisschen dauern. Zwischendurch dürft bzw. müsst ihr sogar den Speicherkristall berühren, um wieder eure MP aufzuladen. Da haben wir schon mal 87. Jetzt muss ich mal kurz berühren. Na, hat nicht funktioniert. Wie gesagt, es dauert ein bisschen länger. Ich habe beim ersten Mal, kam es glaube ich beim dritten Mal sofort. Beim zweiten Mal, ich habe den Drachenturm schon zweimal geholt, hat es glaube ich eine Viertelstunde gedauert, bis es dann mal funktioniert hat. Wie gesagt, es ist wirklich eine Zufallssache. Wenn es wirklich nach einer halben, dreiviertel Stunde nicht funktioniert, einfach mal das Spiel komplett neu starten und diesen Spielstand hier neu laden und nochmal probieren. Es müsste aber, oder es ist eigentlich zu 100% sicher, dass diese Reihenfolge irgendwann auch bei euch funktioniert. Ja, okay. Ich werde das jetzt nicht rausschneiden, weil ich will es einfach mal zeigen, wie lange es wirklich dauern kann. Also mit diesem Vierfach-Turbo geht es eigentlich relativ fix. Da haben wir 87. Ah, okay. Also es ist auch kein Problem, wenn ihr zum Beispiel jetzt 87 und 88 bekommt und dann keine MP mehr habt, zwischendurch den Kristall zu berühren. Das unterbricht die Kette nicht. Das ist mir, glaube ich, beim zweiten Mal eben auch passiert. Nur ihr braucht unbedingt diese Kombination, sonst funktioniert das nicht. Nochmal. Schade. Ja, wie gesagt, es kann ein wenig dauern. Lasst euch davon nicht beirren. Es kann wirklich sehr lange dauern. Immer weiter casten. Ihr wollt ja schließlich das stärkste Einhänderschwert haben. Was sogar noch stärker ist als Sonnenschwert und Boxerlanze. Ich glaube, das einzige... Oh, 87. Schade. Das stärkste... Die stärkste Waffe im Spiel ist ja natürlich der Seitengrat. Und der Drachenturm kommt eigentlich direkt dahinter. Vorteil an der Waffe ist, es ist ein Einhänderschwert. Das heißt, ihr könnt ein Schild benutzen. Und jetzt müsste 97 kommen. Schade.
Ihr könnt ja gleich vorspulen. Bis ihr, oder wenn ihr seht, dass ich den Bildschirm wechsle, dann hat es funktioniert. Irgendwann muss doch mal die Wahrscheinlichkeit da sein. Ich hatte schon lange keine 87 mehr. Schade. Da haben wir wieder 87. Ah. Also ich habe zwischendurch eben auch mal, als ich es schon mal getestet habe, das Spiel komplett geschlossen. Also nicht jetzt hier auf Spiel beenden, sondern komplett Anwendung beendet und dann hat es eigentlich relativ fix geklappt. Ich versuche es jetzt nochmal so 2-3 Minuten. Wenn es dann nicht funktioniert, werde ich es mal schließen. Da haben wir wieder 87. Ja, okay. Also das Anwendung beenden hat eigentlich nur den Vorteil, dass ihr das RNG komplett, also diese Wahrscheinlichkeitsrechnung in diesem Spiel komplett auf Null setzt. Und eure Chancen somit erhöht, dass ihr bestimmte Kisten findet oder die Wahrscheinlichkeiten ändert, was in den Kisten drin ist. Oder halt auch sowas hier. Reihenfolgen ändern. Ich glaube, ich werde das gleich mal probieren. Da haben wir wieder 87. Wie gesagt, zweimal hat es bisher funktioniert. 87. Nein. Zweimal konnte ich mir das Schwert bereits holen. Und in Verbindung mit dem Gendarm-Schild aus dem Mega-Crest ist das natürlich mega gut. Gut, ich werde jetzt gleich mal das Spiel neu starten. Ich hoffe, ihr seid dann nicht weg. Ansonsten 87. Nein. Ansonsten ist das halt Teil 1 des Videos. Teil 2 folgt dann. Ich weiß gar nicht, ob die Übertragung beendet wird, wenn ich das Spiel neu starte. Keine Idee. Ich gehe mal stark davon aus. Ich habe es noch nie gemacht. Da haben wir wieder 87. Gut, ich bin jetzt 10 Minuten dabei, ich starte jetzt mal die Anwendung neu. Falls ihr weg sein solltet, kommt gleich sofort natürlich Teil 2. Ich werde das Video natürlich entsprechend beschriften, damit ihr seht, dass es zwei Teile gibt. Falls ich nicht weg sein sollte, bleibt einfach mal dran. Jo, ich war dann doch tatsächlich weg, also das ist dann Teil 2 des Videos. Falls ihr Teil 1 nicht gesehen habt, guckt es euch definitiv an. Es geht um den
Great Trango bzw. Drachenturm. In Teil 1 habe ich ein bisschen was erzählt, was ihr alles tun müsst. Falls ihr das Video eben oder beziehungsweise Teil 1 schon gesehen habt, ich lade jetzt wieder den Spielstand mit Rex. Um einfach dieses Wahrscheinlichkeitstool im Spiel zurückzusetzen, habe ich das Spiel mal neu gestartet. Wie ihr wisst, ich muss mit Rex eine, ich sag mal, Vita-Kette bilden, und zwar mit den Werten 87, 88 und 97. Wenn ich diese drei Werte hintereinander bekomme, habe ich alles richtig gemacht. Oder vielmehr das Spiel alles richtig gemacht. Teil 1 habe ich eben dann abgebrochen, weil es einfach zu lange gedauert hat. Jetzt dürfte es eigentlich relativ schnell gehen. Schade. Ihr könnt natürlich wieder vorspulen. Da haben wir wieder 87. Siebenundachtzig. 97. Das ist die Kette, die ich brauche. So, was ihr jetzt tun müsst, ist das Spiel über den Options-Button beenden und zum Titelbildschirm zurückkehren. Nicht das Spiel beenden über dieses PlayStation-Menü, also das Spiel komplett schließen. Das ist bei Todesstrafe verboten. Ihr ladet euren Autosave aus dem Richtfeuer mit Pennello und geht jetzt auf Nummer sicher, dass Pennello folgendermaßen ausgerüstet ist. Pennello hat keine Waffe, kein Schild und den Diamantreif ausgerüstet. Ganz, ganz wichtig. Ihr verlasst diesen Raum und jetzt ganz wichtig, so schnell es geht, am besten drückt ihr die Zurücktaste, haltet die gedrückt und geht sofort in den Raum wieder rein. Dann taucht die Kiste zu 100% auf. Da ist sie auch. Jetzt attackiert ihr euch einmal selber und direkt hinterher einmal Vita auf Pennello. Und nun ist zu 100% in dieser Kiste der Drachenturm. So einfach geht es. Das ist die beste, einfachste Methode. Ich equippe das Ding mal. Ihr seht, 153 Attacke. Und ich glaube, Warn hat es schon angelegt. So wäre die optimalste Ausstattung eines Charakters mit dem Drachenturm und dem Gendarm. Ihr seht, Attacke 153, Reflex und Magiereflex auf 90 aufgrund dieses Schildes hier.
Besser geht's nicht. Klar, natürlich mit dem Seitengrad, aber ich finde, das Ding ist, ja, weiß ja nicht, diese ganzen Let's Player oder die ganzen Leute, die dann Yasmat oder Omega oder die Judges in der Trial Mode komplett mit diesem Seitengrad spielen, sind für mich, weiß ich nicht, finde ich nicht so prickelnd, ganz ehrlich. Es geht einfach zu schnell, es ist zu einfach. Ich will ja auch ein bisschen Spannung in dem Spiel haben, ein bisschen Action. Ich werde mal mit Warn ein bisschen rumlaufen und gucken mal, wie das Ding. Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es ehrlicherweise, das Ding ist, wie ihr seht, unsichtbar. Das Schild auch. Also laufe ich quasi komplett nackt hier durch die Gegend. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht getestet, probiert. Ich weiß nicht, in Verbindung mit dem Schild. Ich werde jetzt mal ausprobieren an diesem Drachen hier oder an dem. Ja. Das ist schon cool. Ich hole mal Pennello mit rein und rüste ihr das auch aus. Irgendwer hat noch das Gendarm. Du. Du kriegst das jetzt mal. Dann mach mal Film. Ah, das ist schon ein cooles Schwert. Also, bisschen doof, dass man keinen Sound hört bei dem Ding. Aber es ist schon verdammt cool. Gerade vor allen Dingen, da meine Statuswerte bei Waren auf, also was die Stärke angeht, bei Level 99 liegt. Ich werde es wahrscheinlich auch mit Bash und mit Ball 4 ausrüsten, weil das sind meine stärksten. Werde ich jetzt auch einfach mal tun. So. Alles ablegen. Und du bekommst das. Es ist schon ein saucooles Schwert, muss ich sagen. Man könnte es von so die Arche klauen, aber wie gesagt, die Methode hier ist die beste, finde ich. Die beste und die einfachste. Es ist wirklich relativ. Oh, den Zauberpott möchte ich nicht. Die beste und die einfachste Methode. Das Ding ist echt richtig stark und wie gesagt, ein bisschen schade, dass man keinen Sound hört. Aber gut. Das Ding ist cool. Ehrlich, das Ding ist sau cool. Schade, dass ich alle meine Mobs schon besiegt habe. Das wäre wahrscheinlich richtig lustig geworden. One-Hit-Kill. Jo. Ich habe das, den Drachenturm dreimal. Genau das, was ich wollte. Wo ist denn die Wolkenstiege? Da hinten. Oh, schnell zum Kristall laufen, bevor ich hier versteinert werde. Oh, das könnte eng werden. Wow, das war knapp. Jo, so wird's gemacht. Ich werde mal gucken. Ich werde es vielleicht noch mal in die Beschreibung reinschreiben, wie es genau funktioniert, falls irgendeiner das nicht kapiert hat, was ich eben da erzählt habe. Es ist eigentlich relativ easy. Wie gesagt, ihr müsst nur aufpassen, dass ihr, bevor ihr beginnt, auf jeden Fall hier unten, wo ich jetzt lande, diesen Safe noch mal macht, bevor euer Autosave mit dem Autosave von dem Spielstand mit Rex überschrieben wird. Das wäre richtig blöd. Legt auf jeden Fall hier, bevor ihr beginnt, einen neuen Speicherstand an, damit ihr hier einfach sofort runterfahren könnt und in die richtige Richtung laufen könnt. Gucken, dass der Autosave im Raum funktioniert, sobald ihr alle Gegner in diesem Raum gekillt habt. Und dann könnt ihr mit Rex starten und diese Kette bilden. Und dann könnt ihr euch das Schwert so oft holen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, ich brauche es nur dreimal, weil ich ja noch die
Doxalanze habe und das Sonnenschwert und ja, das reicht mir erstmal. Ich habe mir auch absichtlich keinen, ich habe sogar zwei, absichtlich keinen Seitengrad geholt, weil ich finde das Ding viel zu überpowered. Mit 200, was weiß ich, 25 Attacke und 153 ist absolut okay. Sonnenschwert hat nicht viel weniger, Doxalanze auch nicht. Der Vorteil, wie gesagt, ich wollte es einfach nur haben, weil ich dabei auch das Schild tragen kann, das Gendarm und mehr wollte ich eigentlich nicht. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Fragen dazu bitte in die Kommentare, ich werde die so schnell wie möglich beantworten, falls es irgendwas gibt, was ihr nicht verstanden habt. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.